Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute haben wir wieder einen kleinen Investment-Talk am Start. Es geht, wie ihr sehen könnt, hier um Tournament-Pack-Holos und inwiefern die ein Investment wert sind, ob sich da noch eine großartige Wertsteigerung ergeben könnte oder nicht und was ich sonst noch dazu zu sagen habe, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ihr habt abgestimmt und es wird wohl eine Folge Investment Talk. Kann ich verstehen, ist eine sehr beliebte Reihe gewesen, sehr gut geklickt tatsächlich. Es gab aktuell zwei Teile. Wir hatten einmal OVP-Produkte und wir hatten Super Rare Mainset Holos, die wir besprochen haben, speziell eben der älteren Generation. Aber ich denke auch, mich richtig zu erinnern, dass ich auch ein bisschen auf was Neueres eingegangen bin. Heute möchten wir uns mal die ganze Tournament-Pack-Geschichte ansehen. Ich weiß, dass da unten ist eine Champion-Pack-Karte, da habe ich nicht drauf geachtet. Die liegt hier irgendwie dreimal rum, da an der Seite auch nochmal, aber das seht ihr nicht, das ist außerhalb des Bildes. Zunächst müssen wir mal abklären, was ist eigentlich ein Tournament-Pack? Die meisten werden es zwar wissen, aber vielleicht gibt es ja Einsteiger unter euch, die noch gar keine wirkliche Ahnung haben, worum es sich dabei eigentlich handelt. Ein Tournament-Pack ist so eine Art Turnier-Teilnehmer-Pack. Oder auch ein Pack, das man gewinnen kann möglicherweise. Ich muss ganz ehrlich gestehen, meine jetzige Aussage mag etwas mit Vorsicht zu genießen sein, da ich nicht hundertprozentig weiß, inwiefern diese Packs damals ausgegeben wurden. Aber nach meinem Verständnis war es damals so, dass diese Packs auf Turnieren, entweder wenn man an einem Turnier teilgenommen hat oder wenn man in die nächste Runde gekommen ist, ausgegeben wurden. Ich denke, in dem System hat sich bis heute auch nicht viel geändert. Man korrigiere mich bitte in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege, dann pinne ich das oben an. Dann können sich alle, die meinen Worten hier jetzt gerade keinen Glauben schenken, nochmal alternativ informieren. Von den ganzen Profis, die sich mit dem Spielen etwas mehr auseinandersetzen als ich. Und dieses Set oder diese Reihe, es gab ja Tournament Pack 1 bis 8, und danach ging es dann weiter mit den Champion Packs. Auf jeden Fall, diese Reihe bestand aus vier Raritäten. Einmal der Kamen, sehr klar. Dann gab es die Rare, die übrigens auch nicht garantiert war. Dann die Super Rare und dann natürlich die Ultra Rare, welches die höchste Rarität dargestellt hat und dementsprechend auch am begehrtesten war. So, wie sah es mit der Verteilung aus? Also, die Rares jetzt einfach mal außen vor gelassen, war es nun mal so, dass man eine Super Rare in der Regel einmal pro Display drin hatte. So, das war, ja, ich sag mal so die Ratio damals. Klar, es möglicherweise gab es Ausnahmen, dass mal gar keine drin war oder so. Aber so in der Regel kann man sagen, dass halt eine Super Rare pro Display drin war. Bei den Ultra Rares sah das schon anders aus. Da gab es nämlich in der Regel ein bis, wenn man Glück hatte, maximal zwei Ultra Rares pro Case. Ich glaube, mich entsinnen zu können, dass das irgendwie so war, dass eine Ultra Rare in 108 Packs oder so drin war. Irgendwie sowas muss das gewesen sein. Und ich glaube, ein Display hatte irgendwie 20, 25 Packs. Wie groß ein Case war, kann ich euch aber ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben übrigens ein Tournament Pack 5 damals hier auf dem Kanal aufgemacht. Ist qualitativ noch nicht so gut, aber wir haben einen relativ schönen Pull gehabt. Vielleicht haue ich euch das mal unten in die Videobeschreibung. Oder ich spoilere einfach den Pull da oben, mal gucken, wie ich es mache. Und ja, wollte ich immer gesagt haben, weil wir hier gerade beim Thema sind. Ja, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern sind diese Karten hier jetzt von Belang, wenn es darum geht, ein Investment zu starten. Lohnt es sich, in diese Karten aktuell zu investieren? Ja, nein, vielleicht. Ich denke, um das abschließend zu klären, müssen wir uns erstmal angucken, wie weit diese Karten bisher gestiegen sind. Da habe ich hier ein paar Beispiele bei. Das hier ist nur Deko, um das kümmere ich mich jetzt eigentlich eher weniger. Ich habe hier nebendran noch drei Kärtchen liegen, die ich im Genauen durchsprechen möchte. Das sind einfach gute Beispiele aus meiner Sammlung. Und da starten wir hier mit dem mechanischen Jäger. Es wäre vielleicht noch ganz gut zu wissen, wie diese oder wie viel diese Karten damals eigentlich wert waren, als sie frisch auf den Markt gekommen sind, dass diese Packs rausgekommen sind, das weiß ich leider nicht. Da ich zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht so hart in der Materie drin war, dass ich mich um solche Dinge gekümmert habe. Ich glaube, Market gab es damals auch nicht. Da gab es ja immer diese schönen Konami-Preiskataloge und das war es auf gut Deutsch. Aber
Ansonsten keine Ahnung, wie viel die jetzt zu dem Zeitpunkt waren, wert waren, als sie rauskamen. Das heißt, ich muss mich an einer anderen Sache orientieren, und zwar an dem Wert, den sie hatten, als ich sie damals gekauft hatte. Da möchte ich ansetzen und starte hier mit dem mechanischen Jäger aus dem Tournament Pack 1 in Ultra Rare. Wichtig zu wissen wäre vielleicht auch noch, dass es da einen Reprint gab innerhalb der Tournament Pack Reihe. Das ist in dieser Reihe tatsächlich öfter vorgekommen. Und zwar gab es ihn aus dem Tournament Pack 3 auch nochmal den Super Rare. Den haben wir übrigens hier unten liegen, etwas versteckt. Der ist definitiv weitaus weniger wert als die Ultra Rare Version. Und ich habe mir vor 2 oder 3 Jahren einige Exemplare des mechanischen Jägers in Ultra Rare rangeholt. Ich glaube, ich habe da locker 1500 Euro nur in diese eine Karte reingecashed und habe mir weit über 10 oder 15 Exemplare davon rangeholt. Der Wert der Karte betrug zum damaligen Zeitpunkt in Nirmint in etwa 100 Euro, so plus minus 5er, war unterschiedlich, aber so 95 bis 105 Euro in etwa, ich sag mal 100 Euro, hat die Karte damals gekostet. Für den Preis habe ich sie auch eingekauft. Jetzt sind 2 Jahre ins Land gezogen, und wenn man sich heute jetzt diese Karte auf Market zum Beispiel anschaut, in Nirmint, jeder filtert natürlich anders, das ist vielleicht auch noch wichtig zu beachten. Ich möchte euch mal gerne kurz meine Filteroptionen erläutern, für den Fall, dass ihr jetzt nachseht und auf ein anderes Ergebnis kommt. Also ich gebe als Standort immer Deutschland ein, dann eben die jeweilige Sprache der Karte, den jeweiligen Zustand der Karte und ja, ob halt signiert, ja, nein, vielleicht. Übrigens, witzigerweise, Queen of Autumn Leaves, also die Herbst, Königin des Herbstlochs aus dem Tournament Pack 2, gibt es gerade auf Market für 50 Euro. Die wurde von mir signiert, offensichtlich, steht zumindest in den als Kommentar drin. Kann mich nicht erinnern, jemals so eine Karte signiert zu haben, aber okay, kann durchaus sein. Jedenfalls ist es so, dass die Karte jetzt aktuell um die 400 Euro wert geht. Das heißt, oder Wert hat, das heißt, die Karte hat sich jetzt binnen kürzester Zeit, und 2 Jahre sind halt einfach keine Zeit, wie ich finde, vervierfacht. Das ist meine Ansage, das ist meine Hausnummer, würde man sagen. Und in dem Fall hat sich mein Investment gelohnt. Ich lege die jetzt einfach mal hier hin. Und grab mir gleich die nächste Karte. Das ist eine Karte, die ihr schon inflationär oft auf meinem Kanal gesehen habt und in den Videos. Das liegt auch daran, weil ich von dieser Karte auch extrem viele besitze. Denn auch hier habe ich sehr, sehr viel und sehr stark reingecashed in den Needleworm. Damals war das so, das war tatsächlich ein sehr beabsichtigtes Investment, denn ich habe mitbekommen, zum damaligen Zeitpunkt waren die Nadelwürmer in Kamen schon 5er wert und so, und auch die Ultra Rare aus der Legendary Collection war hoch im Preis, weil die offensichtlich recht spielstark war zu dem Zeitpunkt. Ich dachte mir, okay, cashte mal eine Menge in die Tournament Pack 3 und 5 Variante, denn auch diese Karte gibt es aus dem Tournament Pack 5 als Super Rare Reprint. Sieht man hier an der Seite noch so ein bisschen. Und für die Karte habe ich damals pro Stück so um die 80 Euro gezahlt. Auch da sind viele 100 Euro, wenn nicht gar 1000 Euro, in die Karte geflossen. Mittlerweile übertrifft sie sogar den mechanischen Jäger, denn das günstigste Exemplar aktuell auf Market bekommt man nicht unter 450 Euro. Die Karte hatte ein paar Aufs und ein paar Ups, die war dann irgendwann mal bei 375, dann ist sie wieder runter auf 250, jetzt ist sie auch auf 450. Das sind aber definitiv Preise, die auch gezahlt werden. Ich werde regelmäßig meistens von Amerikanern tatsächlich oder zumindest von englischsprachigen Menschen auf meinem Instagram-Account angeschrieben, ob ich nicht irgendwas abgeben würde, hier Tournament-Pack-Sets und so weiter, und die bieten mir da teilweise horrende Summen an, die nicht selten tatsächlich unseren aktuellen Marktwert übersteigen. Also die sind tatsächlich sehr gesucht, hier wie auch in Übersee sozusagen, und auch hier hat sich tatsächlich das Investment mehr als gelohnt. Ja, das waren jetzt 2 Ultra Rares. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit den Super Rares aus? Gibt es da auch teure Sachen? Ja, die gibt es. Also bei Super Rares müsst ihr wissen, die bewegen sich normalerweise, sage ich jetzt mal, so in einem Rahmen von 50 bis 80 Euro. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, wie zum Beispiel den Festungswal, den habe ich jetzt nicht hier. Ich habe mir tatsächlich einfach aus irgendeinem Tournament Pack Trade, den ich hier hatte, ein paar Karten rausgesucht und habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, hier großartig ein abwechslungsreiches Bild zu machen. Ich habe halt einfach das Bild hier aus dem gestaltet, was halt in einer Box drin war. Dementsprechend haben wir den Festungswal hier, nächstens hätte ich den sicherlich auch noch reingebaut, einfach zum Flexen. Den habe ich ja damals auch tatsächlich für 70 Euro das Stück angekauft, der geht jetzt auch 200 aufwärts. Aber da der nicht da ist, ist der jetzt auch gerade nicht das Thema. Jedenfalls sind so in der Regel, sage ich jetzt mal so, im Querschnitt ist das einfach der Wert. So immer so 50, 60, möglicherweise mal 70 Euro für eine Tournament Pack Super Rare. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, und da habe ich euch eine mitgebracht. Und das ist der Dragon Seeker aus dem Tournament Pack 2.
Da gibt es wohlgemerkt aktuell nur ein Angebot auf Market für ungefähr 200 Euro. Er war allerdings noch vor kurzem für 125, 130 Euro zu haben. Inwiefern also diese 200 Euro realistisch sind, sei jetzt mal dahingestellt. Bei dieser Karte, muss ich sagen, hat sich das Investment, und auch da habe ich einige gekauft, bisher noch nicht so wirklich gelohnt, denn ich habe für die Karte das Stück auch so ungefähr ein Huni 110 bezahlt. Also sie ist ein bisschen gestiegen, ja, aber ich habe jetzt hiermit nicht unbedingt den Riesengewinn gemacht mit der Karte. Also nicht das Riesenplus im Nachgang, und ich habe die auch vor einigen Jahren gekauft. Einige Exemplare kamen vom lieben Michael, von dem jetzt auch wieder eine OCG-Sammlung auf dem Weg hierher ist. Das wird auch ein sehr, sehr schönes Opening, tatsächlich mit sehr seltenen Stücken und sehr alten Stücken. Und da hat sich das Investment jetzt an der Stelle nicht gelohnt. Es gibt noch eine andere lustige Geschichte, die diese Karte hier betrifft. Diese Karte und ich. Das ist eine Hassliebe. Dieses Gamma-Schwert hier ist mein einziges Gamma-Schwert in meiner 560.000 Karten umfassenden Sammlung. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich über 12.000 Tournament Pack und Champion Pack Karten hier habe. Das ist das einzige Exemplar in meiner Sammlung. Warum ist das so? Dieses Exemplar habe ich in einer Sammlung mitbekommen. Auch in einem sehr guten Zustand, Gott sei Dank. Hier diese weiße Stelle ist übrigens ein Staubkorn. Und das hier auch, das muss man wieder rausholen. Jedenfalls, wo war ich jetzt stehen geblieben? Da ist auch ein Staubkorn. Ey, mega sexy. Jedenfalls war es so, dass mir tatsächlich ein richtiger Lot aus diesen Karten angeboten wurde. Gamma-Schwert in Super Rare, 15 Stück oder so, 16 Stück, 7 Euro das Exemplar. Die waren damals auch 7 wert. Und ich habe Nein gesagt, ne, weil ich momentan zu dem Zeitpunkt aus Japan, aus Spell of Musk und so mir diese Blue Eyes und so rangeholt habe und die maskierte Bestie in Ultimate Rare und den Dunkle Magier, und die waren alle ziemlich teuer und hatte halt die nicht so die Priorität. Mittlerweile geht der hier in etwa so 40 bis 50 Euro, aber dieser Wert steht seit einem Jahr, also die steigt auch nicht mehr, die bleibt momentan auf diesem Wert. Das heißt, ich werde jetzt demnächst mal ein Investment starten, mir einige von diesen Gamma-Schwertern ranholen, bevor die dann auch ins Dreistellige übergehen, falls das überhaupt jemals passiert. Das ist ja immer so eine rein spekulative Geschichte, und da hätte ich mir so in den Arsch beißen können bis heute, dass ich diese Karte damals nicht noch zusätzlich mit rangeholt habe in dieser Stückzahl, denn dann hätte ich nämlich auch einiges an Plus gemacht. Ja, bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch auf ein spezielles Set eingehen, und zwar, aus dem auch hier der Dragon Seeker kommt, das Tournament Pack 2. Das Tournament Pack 2 ist ein sehr spezielles Tournament Pack, denn das ist tatsächlich niemals in deutscher Sprache rausgekommen, sondern nur in englischer Sprache und war darüber hinaus vom Print her einfach extrem schwach, sage ich mal. Nicht schwach im Sinne von Qualität, sondern es gab verhältnismäßig halt nicht viel davon. Es war recht short geprintet sozusagen, wenn man so möchte. Und dementsprechend war dieses Set natürlich auch total schnell vergriffen. Es gab natürlich auch damals schon Leute, die ihre ganzen Packs und was sie nicht alles von ihren Turnieren mitgebracht haben, weiterverkauft haben, was eigentlich Sinn und Zweck der Sache war, aber man hat es halt getan. Ich meine, das passiert ja heute auch noch, obwohl drauf steht, dass sie nicht zum Verkauf sind. Ich meine, Gate2D Games bietet ja auch OTS-Tournament-Packs und so weiter an. Damals war das vermutlich nicht anders. Der Verkauf mag möglicherweise auf einem anderen Wege stattgefunden haben. Keine Ahnung, was es da damals so für Möglichkeiten gab, aber das ist bestimmt passiert, und dieses Set war dann natürlich dementsprechend auch recht schnell vergriffen. So, das hat zur Folge, dass aus dem Tournament Pack 2 so ziemlich jeder Pups, den du ziehst, einige Euros wert sind. Es gibt, glaube ich, nicht eine einzige Karte, die nicht mindestens 3 oder 4 Euro aus diesem Set wert ist. Und das bringt uns zur Frage, sind denn auch Cummins ein Investment? Und ja, sind sie. Allerdings nur aus dem Tournament Pack 2. Es gibt natürlich auch aus anderen Tournament Packs ein paar Rares und ein paar Cummins, die in ein oder anderen Euro gehen, aber speziell das Tournament Pack 2 ist da sehr zu empfehlen. Zunächst mal legen wir mit diesem Beispiel hier los. Das ist der Parrot Dragon, der eine sehr, sehr lange Zeit die teuerste Karte, also die teuerste Common-Karte aus diesem Set war. Der ging tatsächlich mal ungefähr 100 Euro. Der wurde allerdings vernichtet vom Wert her, als damals der Parrot Dragon in der Legendary Collection Kaiba als Ultra Rare nochmal gereprintet wurde. Es gab ja davor schon einen anderen Reprint, den gab es in Super Rare aus dem World Championship Promo Pack 2011. Allerdings ist der da ja genauso selten draus gewesen, also dementsprechend keine Wertminderung für dieses Exemplar hier. Auch wenn die Super Rare wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass das halt eine Holo war, beliebter gewesen wäre.
Aber in der Legendary Collection Kalpa hast du den ja inflationär häufig gehabt. Der war keine Shortprint, der war nicht selten, der war einfach da und du wurdest halt damit zugeschissen und es war eine Ultra Rare. Das heißt, es haben sich natürlich viele umorientiert, die die Karte halt hier gerne vielleicht haben wollten und jetzt nicht unbedingt aus dem Set. Die haben sich gesagt, gut, dann nehme ich einfach die Ultra Rare aus der Legendary Collection Kalpa und bin glücklich. Dementsprechend ist die Nachfrage und damit natürlich einhergehend auch der Preis für die Karte gesunken. Die geht momentan so, ich glaube, 50 bis 60 Euro. Anders ergeht es einer anderen Karte, die ich mitgebracht habe, und zwar der Königin des Herbstlaubs. Hier wird es nämlich die Karte, die, wie bereits gesagt, auch gerade auf Market verkauft wird, von mir signiert. Ich finde das total witzig. Ich kann mich nicht dran erinnern, diese Karte immer signiert zu haben, aber okay. Die Königin des Herbstlaubs hat keinen Reprint. Das Tournament Pack 2 ist das einzige Set, in dem diese Karte rauskommt. Das Tournament Pack 2 ist darüber hinaus extrem selten gewesen, beziehungsweise ist es immer noch ziemlich geshortprintet und das macht diese Karte auch verdammt selten. Ich persönlich befinde mich glücklicherweise im Besitz von ungefähr 13 Exemplaren dieser Karte und habe zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich 50 Euro bezahlt. Ihr damaliger Wert war 50 Euro und die ist dann aber kräftig abgestürzt und zwar auf einen Zehner das Stück. So, da ist der Markt dann durch ein paar Angebote geflutet worden, die ihre Karte für einen günstigeren Preis abgegeben haben. Mittlerweile befindet sich die Karte wieder auf einem aktuellen Höchststand von 100 Euro, also quasi dem Wert, den der Paradragon damals hatte. Und ist dementsprechend auch die momentan unangefochtene Nummer 1 des Tournament Pack 2, was Commons angeht, das ist aktuell die teuerste Common tatsächlich. Das heißt, ich habe vielleicht 300-400 Euro, 600 Euro gewesen sein, für meine Exemplare damals bezahlt und habe jetzt mittlerweile weit über 1000 Euro allein in Queen of Autumn Leaves. Ja, jetzt habe ich eine Menge aus dem Nähkästchen geplaudert, mal so ein bisschen erzählt, wie es mir ergangen. Habe ich jetzt persönlich Plus gemacht? Ja, nein, aber das ist ja im Prinzip gar nicht das, was euch interessiert, sondern die eigentliche Frage des heutigen Videos ist ja, sind diese Karten eigentlich immer noch ein Investment wert? Und ich würde sagen, im Allgemeinen, jein, definitiv. Also es ist zum Beispiel so, die teuerste Tournament-Pack-Karte überhaupt ist der Morphing Jar. Den habe ich leider nicht hier, weil er bei mir auf der Blacklist steht. Das heißt, den werdet ihr in solchen Videos hier niemals zu Gesicht bekommen. Aber auch da habe ich ein paar hier. Jetzt tatsächlich nicht viele, leider Gottes, aber doch ein paar. In einem hervorragenden Zustand. Und der geht mittlerweile jenseits der 2000 Euro. Ich denke allerdings, dass Preissteigerungen in diese Höhe eine Ausnahme bleiben. Ich denke, so Karten wie zum Beispiel der Nadelwurm oder auch der mechanische Jäger, die werden ihren Zenit jetzt dann, ich würde mal sagen, so mit 500 Euro maximal erreicht haben. Jetzt noch in großen Mengen in Nadelwürmer oder in mechanische Jäger in Ultra Rare zu cashen, ist meiner Meinung nach ein bisschen leichtsinnig. Ich kann mich natürlich auch irren und vielleicht ist in 3-4 Jahren der Nadelwurm auch bei 2000 Euro und der mechanische Jäger vielleicht auch um den Dreh, aber ich wage es tatsächlich sehr stark zu bezweifeln. Ich denke nicht, dass die Bereitschaft der Leute da ist, so viel für diese Karten zu bezahlen. Es ist ja selbst für den Morphing Jar mittlerweile gar nicht mehr so einfach, jemanden zu finden, der sich das erstens leisten kann und das zweitens bezahlen möchte. Ich meine, klar, es gibt immer so ein paar High-End-Trader und so weiter, aber die musst du als kleiner Hans Wurst erstmal finden, auf gut Deutsch, wenn du da sowas in der Richtung verkaufen möchtest. Und ich denke tatsächlich, dass der Zenit in diesem Sinne hier erreicht ist. In günstigere Ultra Rares, die sich aktuell so zwischen 50 und 100 Euro bewegen, vielleicht auch ein bisschen über 100, kann man durchaus noch cashen, denn die waren alle relativ gleich selten, würde ich mal sagen. Von der Verteilung hat sich nichts geändert zwischen Tournament Pack 1 und dem Tournament Pack 8. Nur die Ultra eben aus dem Tournament Pack 2 ist nochmal eine Nummer seltener, aber halt nicht, weil sie anders verteilt war, sondern einfach, weil halt das Pack kaum gedruckt wurde oder halt in einer relativ knappen Auflage gedruckt wurde. Ist aber eine absolute Ausnahme in dem Fall. Ansonsten würde ich mal sagen, ist eigentlich alles, was in dem unteren Preissegment noch zu haben ist, ein kleines Investment wert. Da kann man sich gerne mal einen Taui in die Hand nehmen, die schön hier in Magnethalter packen oder ähnlich gut verstauen und einfach mal ein paar Jährchen abwarten, wenn man das Ganze als Wertanlage nehmen möchte. Bei Super Rares würde ich sagen, ist sowieso noch Luft nach oben. Ich glaube, auch die werden im Laufe der nächsten Jahre noch um einiges steigen. Da haben wir zum Beispiel hier den mechanischen Jäger aus dem Tournament Pack 1. Da war mein aktuellster Stand irgendwo bei 50 Euro oder lag. Er liegt hier bei 40, 50 Euro.
Call of the Grave ist zum Beispiel hier aus dem Tournament Pack 2, der ist natürlich auch wieder ein bisschen wertvoller, der müsste irgendwo bei 70, 80 Euro liegen, aber da ist tatsächlich noch Luft nach oben. Wir sehen es ja am Festungswahl, der mittlerweile weit über 200 Euro geht und auch bei 70 Euro in etwa angefangen hat damals, als ich mir meine Exemplare rangekauft habe. Und dementsprechend würde ich mal sagen, Super Rares sind tatsächlich ein Investment wert. Aktuell noch günstige Ultra Rares auch. Die Commons aus dem Tournament Pack 2 tatsächlich auch. Und auch andere Rares und Commons aus unterschiedlichen Tournament Packs sind ein Investment wert. Natürlich jetzt keine Hunderte oder Tausende von Euro, aber doch mal vielleicht 100, 150 Euro. Und die Karten cashen ist auch kein Thema. Die werden trotzdem irgendwann mal ihre 3, 4, 5 Euro gehen möglicherweise. Und hat man dann auch eben, wenn auch nur ein kleines Plus gemacht, aber man hat ein Plus gemacht. Und möglicherweise vervollständigt man dann auch seine Sets. Denn ich persönlich denke mal, dass ein komplettes Set, also ein komplettes Tournament Pack Set im Komplettverkauf nochmal ein bisschen mehr bringt als das, was die einzelnen Karten im Prinzip wert sind. Also auch das wäre tatsächlich ein Investment wert. Aber schlussendlich muss ich sagen, diese ganzen aktuell schon sehr hochpreisigen Ultra Rares sind meiner Meinung nach kein Investment wert. Nicht, weil sie großartig an Wert verlieren werden, das nicht. Ich denke, die werden sich halten, aber ich denke, man macht auch keine großen Sprünge mehr damit. Also wenn ihr in die etwas teureren Sachen noch investieren wollt, dann ist das eher so eine Sache, wo man sagen kann, okay, da bleibt der Wert halt zumindest erhalten oder ihr macht halt vielleicht einen kleinen Gewinn noch, wenn die vielleicht nochmal um den Huni springen oder so, aber reich werdet ihr damit mit Sicherheit nicht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit der heutigen Folge Investment Talk innerhalb unserer Sammelkarten-Check-Reihe. Und ja, mit was wir das nächste Mal weitermachen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kümmern wir uns dann wirklich mal um die Ultra Rares aus den Main Sets. Vielleicht schauen wir uns aber auch Ghost Rares an. Wir werden sehen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen hervorragenden Tag, / Abend. Genießt ihn, bleibt gesund. Wir sehen uns zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.